Früh übt sich. Im Sportforum Hohenschönhausen werden an diesem Wochenende die besten Berliner Fechterinnen und Fechter unter 13 Jahren ermittelt. Ein wichtiges Alter für die jungen Nachwuchstalente. Das ist eigentlich schon das Alter, wo sich das zeigt. Wer hat gut trainiert, wer müsste noch ein bisschen mehr machen, und die Kinder, die total motiviert sind, die machen dann auch weiter und nehmen natürlich aus dem, wenn sie hier Erfolg haben, nehmen sie daraus auch natürlich viel mit für ihre weitere sportliche Karriere. Vorne mit dabei Levi Triebswetter vom SC Berlin. Im Florettfinale schlägt er seinen Vereinskameraden Lukas Nemitsch mit 10:5. Nach dem Weißen Bären, dem Gig Cup, dem Petermännchen Cup ist das sein viertes Endgefecht in den letzten 2 Monaten. Und er schreckt nicht davor zurück, noch größer zu denken. Ja, also dieses Jahr stehen ja noch die deutschen Meisterschaften bevor. Und da hoffe ich auch, dass ich sehr gut abschneiden werde. Und dann später, wenn ich dann älter bin, natürlich auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so, ist natürlich mein großes Ziel. Bei den Mädchen sichert sich Leonora Suvelak von der Fechtgemeinschaft Rotation den Titel der Berliner Meisterin im Florett. Abseits vom Sport überzeugen die jungen Fechterinnen und Fechter aber vor allem durch ihren Zusammenhalt und ihren Teamgeist. Sie feuern sich gegenseitig an und sind füreinander da. Super fand ich die Atmosphäre, dass die so kameradschaftlich war. Macht mir doch Hoffnung, dass wir als Berliner Fechterbund dann auch doch wieder mehr zusammengewachsen sind und gemeinsam auch was erreichen wollen. Aber wieder zurück zum Sport. Komplett die Ruhe weg hat Gabriel Orgel vom TSV Berlin-Wittenau. Als einziger Teilnehmer tritt er sowohl im Florett als auch im Degen an. Im Florett noch Sechster sichert er sich jetzt aber dafür den Turniersieg im Degen gegen Haie Uhlmann vom Fechtclub Berlin-Südwest. Es ist sein erster Sieg in der Altersklasse U13, und auf die Frage, was er denn nun im Degen besser gemacht hat, antwortet er ganz locker: Getroffen. Oder, also, als er hat meistens eher vorbeigestoßen, aber ich habe halt wirklich gültig getroffen. Auch bei den Mädchen geht der Titel an den Verein im Norden Berlins. Laura Singsud verliert kein einziges Gefecht und schlägt im Finale Felicia Lilly Helmrath vom OSC Berlin. Auch sie ein sehr vielversprechendes Talent. Und dieses Mal habe ich viel trainiert und ja, mein Trainer hat mich auch angefeuert und ja, dann ging es leichter. Hier jetzt noch einmal alle Ergebnisse der Berliner Meisterschaften im Überblick. Doch egal ob Podium oder nicht, für alle Nachwuchsfechterinnen und Fechter geht ein erfolgreicher Wettkampf zu Ende. Und auch wenn es nicht für alle eine Medaille gibt, so konnte man auf jeden Fall sehr viel Wettkampferfahrung sammeln. Ganz getreu dem Motto: Früh übt sich.